Ich mache heute eine Schwarzwälder Kirschtorte. Wenn es eine wird. Was? Mehl, Stärke und Backpulver kurz miteinander. Schaumig rühren, ja, tue ich doch. Was ist das? Eine Schwarzwälder Kirschtorte. Oh. Warum ist das dein Liebling? Es ist mein Liebling, wenn es meine Oma macht, aber nicht, wenn ich sie mache. Schwarzwälder Kirsch, ist das nicht ganz schön anspruchsvoll? Das ist übelst. Ich habe da drin eine Füllung und alles und hier und dort, aber oha. Das Problem ist halt, der Boden ist eine schokoladige Wüste. 100%ig super schön umgesetzt. Obendrauf, die Creme ist ein absolutes Gedicht. Echt? Es ist wie so ein Wölkchen, muss man sagen. Krass. Wie ein Wölkchen. Was, wirklich? Zusammen mit den Kirschen ist es wirklich ein absoluter Burner. Jetzt muss das Ding in den Ofen. Aber 8 Minuten, warte mal. Aufdrehen. Und dann wie lange rein? 7 bis 8 Minuten. Dann machen wir mal 7, 5. Ach nee. Ist jetzt nicht dein Ernst? Alter, krieg ich eine neue Uhr? Hallo? Hallo, Joey. Ich fange mal beim Schlusslicht an. Das ist der Platz 8. Platz 8 hat insgesamt 9 Punkte und befindet sich hier. Joey Steins? Nö. Doch. Darf ich vorstellen, mein süßer Döner. Was ist mit diesem Biscuit passiert? Das frage ich mich auch. Ich glaube, es hat was mit der Lebensmittelfarbe zu tun. Ja, glaube ich auch. Und den Zucker hast du doch da reingeflatscht, hast du gesagt. Ja. Der musste peu à peu natürlich hinzugegeben werden, genau. Das ist halt immer ganz, ganz wichtig, damit das Volumen dementsprechend auch langsam entstehen kann. Deswegen halt Platz 8 mit 9 Punkten.